Die nicht mehr kommen. Die nicht mehr kommen gut! Gab's hier wie wenigstens Torwart? Gab's hier wie wenigstens Torwart? Man wusste, es ist irgendwie ein guter Song, es ist eine schöne Story. Aber was dann damit passiert, ja, das ist natürlich nicht absehbar. Ein Rekord in der 50-jährigen Geschichte der Singlecharts. Ich höre noch viel. Wir sind in Interviews kühl. Ich glaube, eigentlich ist relativ authentisch vor einer Kamera eine gewisse Blockade zu haben oder einen gewissen Schutz und eine Vorsicht, weil unsere Welt hat schon genug Leute verbrannt vor der Kamera. So. Wir kommen nur mehr schnell vorbei. Baut es echt und mach es nein. Es geht auch wieder schnell vorbei, der Hype ist weit. Wir haben sehr selten uns ganz geöffnet. Das machen wir jetzt und hey. Gar keine Angst eigentlich. Nur ein bisschen. Es geht doch wieder schnell vorbei, der Hype ist weit. Yeah, yeah. Ey, wir kommen für die Träume. Wir kommen nur mehr schnell vorbei. Yeah, yeah. Baut es echt und mach es neu. Es geht doch wieder schnell vorbei, der Hype ist weit. Yeah, yeah. Ja? Wo? Ah. Ah, okay. Gut, bis gleich, ciao. Sind die auch schon da? Hey. Ja, so. Super, ja. Ciao. Salut. Thomas. Ciao, Thomas, Lorenz. Ciao. Thomas, hoi. Luc, freut mich. Schön ist da. Sehr. So? Wir wollen die Sitzung anfangen, Herr Otscher. Seid ihr so gut? Kommt rein. Ist das schön. Das ist wieder mal ein guter Backstage. Es ist noch lustig, dass wir so als Popstars bezeichnet werden. Popstars? Also ich weiß nicht, wie du bist gekommen, aber du bist so in einem Bus gekommen. Ja. Ja, egal. Das ist das regt so auf. Die Begrifflichkeit, ne? Wie man das immer probiert zu relativieren. Und gar nicht auf falsches Understatement, aber echt so beruhigend, überlegend nach mal unser Leben. Willst du mir schnell helfen, vielleicht mit dem? Das ist normal reden, als wären sie nicht da. Gut. Ja. Wir müssen euch lernen ausblenden. Ja, das stimmt, sorry. Macht nicht so Sinn, wenn wir mit euch reden, he? Nein, funktioniert nie, hat es geheißen. Gülşah Reto Eicher. Es ist schon sehr indifferenziert, wenn man für uns das gleiche Wort braucht wie für Michael Jackson. Das ist wie wenn ich würde sagen, wenn man mich fragt, was machst du so heute im Leben, würde ich sagen, ich bin Tennisspieler. Eigentlich bin ich wieder Roger Federer. Es ist genau gleich ridikulös. An jedem Ecke in London oder sonst einer Großstadt spielt ja einer oder eine oder singt. Und es ist echt besser als sämtliche bekannte Musiker von unserem Land. Das ist einfach ein Fakt. Das Einzige, was man machen kann, ist sich Mühe geben, oder? Etwas betrübt mich jetzt. Hast du die Schuhe wieder nicht gemacht? Ich habe sie mitgenommen auf Bellwald. Nein, ist in Bellwald klar. Ich habe sie in die Tasche wieder für auf die Bahn gegeben. Aber dann gehe ich heute vielleicht mit Socken raus, gell? Dezenten Auftritt in Socken. Samtpfoten.
fühlt sich sehr natürlich an, dass wir irgendwann vom Songs schreiben aufs längere Texte schreiben kommen und etwas anderes auch noch machen irgendwie. Weil das ist letztendlich der Latt, wo wir jeden Tag an den Finger haben. Da gibt es zum Beispiel Schützenvereine wie der Schützenverein Schweizerischer Studierender, also SSS, also sehr, sehr schwierig. Dann gibt es auch Tierschutzvereine. SAG wäre übrigens so ein Verein, das weiss noch niemand. Ja. Und sobald man so einen Verein gründet, so eine, wie sagen wir, wie eine WhatsApp-Gruppe, ja, muss man sich gut überlegen, wen will man einladen. Wenn das hier die Schweiz ist, oder? Bei diesem Programm «Wörter wie wir» geht man auf eine Reise durch die Schweiz, würde ich sagen. Ausgangspunkt ist der Wald. Im 12. ist ein Panther aufgetaucht. Im Wald, im Solothurnischen. Voilà, das hat jemand gesehen und nachher sind die Medien gekommen und haben Interviews gemacht und dann plötzlich haben es mehr Leute gesehen. Okay. Umbringen das Schwein. Gut, das ist eine klare Haltung. Eine klare Haltung, ob er oder sie sich ein bisschen im Tier vertan hat. An die Geschichte kann man jetzt sehr viel hängen, oder? Wie verbreitet sich die Geschichte durch die Medien und was wird alles damit transportiert? Und warum hat man überhaupt Angst vor einem Panther? Ein Panther gibt es nicht. Und es geht nicht darum, weil der Panther ist eigentlich ein Leopard oder ein Jaguar. Der einzige Unterschied zwischen diesen Tieren ist das Melanin. Also das ist das, was beim Menschen bestimmt, was er oder sie für eine Hautfarbe hat. Also, man sollte Angst haben vor einem Panther, wissen wir nicht mit letzter Sicherheit. Das Einzige, was wir wissen, ist, wenn ihr Angst haben vor einem Panther, habt ihr Angst vor einem Leopard. Merci für mich. Er geht eben auf Bern und sein Zug fährt vor mir. Ja. Ich muss eben für ihn auch noch schauen. Oh, jetzt ist das noch auf Aufnahme. So, jetzt musst du deine Sachen packen. Nein, wirklich, kommst du, kommst du, das ist schon scheiße. Mein Vater? Um halbi. Ja, gut. Ja. Du würdest mir einfach in 5 Minuten abschicken, sie geht so gut. Bis nachher. Und hier geht's Gucci-Muster weiter. Ich könnte jetzt sagen, das ist billig, aber Gucci ist nie billig. Ich könnte jetzt sagen, das ist eine Fälschung, aber es ist immer eine Fälschung. Es gibt gar keinen richtigen Panther. Es gibt auch gar kein richtiges Gucci. Und eigentlich finde ich Fälschung fast cooler. Ich habe einfach noch ein Foto vom Eicher, weil man Fan ist. Voilà. Ich gehe mal schauen. Ich glaube, es ist gut. Hallo? Oder? Ciao. Hey, alle Mander zusammen. Ja, oh, brauchst du Hilfe beim Tragen jetzt? Hey, ist es time? Es sind eigentlich genug Leute und es ist recht eisig. Aber wir haben irgendwo... Wir wollen jetzt gleich eben eine Pause machen. Dann gibt es oben zum Mittag. Wir haben ja Hunger. Ja. Kann man sich mit einem Schuhvertragen ein bisschen etwas zu essen verdienen? Ja. Yes! Erst vor ein paar Stunden hast du mir Türen aufgetan. Und jetzt sagst du, du sollst eben mal aufstehen. Aha, ich sollte auch mal gehen. Unser Saxophonist zügelt hier noch ins legendärste Haus. Hier hat der Schmidi Schmidhauser seine grossen Hits geschrieben. Hier im Keller ist 079 entstanden. Und der Dr. Mo wohnt hier. Jetzt wohnt hier noch unser Saxophonist. Und wir dürfen ihm hier seine Platinplatten auftragen, die wir selber gar nicht haben. Ich finde diesen Ort hier einfach extrem spannend, weil er einen starken Kontrast macht zur Aussenwahrnehmung, habe ich das Gefühl. Ähnlich so wie vieles von unserem Leben. Die Leute haben das Gefühl, oh, das ist ja mega krass. Du verdienst sicher mega viel Geld und alles. Erfolg. Und eben genau der Raum illustriert eigentlich sehr gut, dass das, was sich verändert hat, gegen aussen viel grösser ist, als das, was sich gegen innen verändert hat. Es gibt nicht viel, was uns verbindet. Wir bleiben unverbindlich. Du hast eigentlich ABAB paralleler rhythmisch, oder? Mhm. Es gibt nicht viel, was uns verbindet. Wir bleiben unverbindlich. Ich bin in love, du nur online. Online, aber no time. Es ist paralleler. Yes, yes.
Bingo. Glücksrassel. Wir machen mit dem Morris fast so lange Musik, wie der Luc und ich zusammen Musik machen. Und er ist tatsächlich für mich neben Luc, ich glaube, der Einzige, den ich wirklich Texte mit ihm schreiben und diskutieren kann, ohne dass es irgendwie eine Aufwärmphase braucht. Ja, ich bin unsicher, aber. Also sicher einsingen, aber. Ich habe das Gefühl, wenn denn nicht du. Also wir sind da drei Lieder am fertig machen, jetzt in zwei Tagen. Das ist eine rechte Aufgabe. Wir müssen viel aufnehmen und viele Entscheidungen treffen. Arrangement und Text und alles. Aha, ja, dann das Outro kannst du auch noch machen. Die Lieder sind noch nicht fertig, aber müssen fertig werden jetzt morgen eigentlich. Scheiße, dann müssen wir schon. Dann müssen wir scharf schießen. Ja, wird scharf geschossen. Ja. Gut, der Verse steht immerhin schon. Etwas haben wir. Es ist das erste Lebenszeichen, das die Leute werden wahrnehmen nach 079. Man kann sich noch so viel mal sagen, ey, man muss es gar nicht vergleichen. Kommerziell wird es gar nicht jeder herkommen. Es ist auch nicht das Ziel. Aber schon nur die Tatsache, dass die Leute sowieso werden direkt in Verbindung setzen, prägt die eben mit. Ja, ich glaube, ich würde den gerne bekommen. Kann man echt mit Kärtchen zahlen? Ich habe kein Bargeld. Ja, nur mal ein Postkärtchen. Was willst du, grün, blau? Ich will noch das. Scheiße. Merci Max für die Idee. Es gibt halt visuell etwas her, gell? Es gibt etwas her. Hallo. Ist das Foto mit euch erlebt? Das ist kein Problem, ich nur mit Einhorn. Super. Nice. Sehr, sehr gerne. Danke noch, tschüss. Spinne jetzt. Da ist er links. Links? Ja. Aha. Hallo. Hey, ich warte im Fall hier. Nein, man kommt sich nicht blöd vor. Ah. Das ist schwierig heute. Ja, schön, haben wir beide noch kein Auto, aber geht so mit einem Einhorn. Ein Viertaschen. Im Bus. Mit dem Fernseher. Ja, dafür einen Ferrari-Pullover. Immerhin einen Pulli. Der hure Ballon. Ich weiss, ich bin leicht cholerisch veranlagt, aber. Oh, jetzt ist mir gleich. Okay. Okay. Das ist so ein hirnrissiges Projekt wieder mal. Ja, wir machen jetzt ein Video zu einem Lied, das eben einerseits noch gar nicht ganz fertig ist. Der Morris ist ehrlich im Keller noch das Lied am Schrübeln. Und alles war sehr kurzfristig wieder mal. Hast du zwei Sonnenbrillen an? Sind wir an der Brille immer Sonnenbrillen an? Schön, dich jetzt gesehen. Hallo zusammen. Die aktuellste Online-Version am Online-Stellen. Nice, jetzt glaube ich, die letzte Finesse bekommen. Hast du viel geändert zum 27? Ja, ich habe noch Backings gemacht, was zu ganz Song in dem Sinn geil macht. Hey, aber los, es macht ja mehr Sinn, wenn wir jetzt das 28 zuerst hören und dann schnell reden, oder? Damit wir vom gleichen. Okay. Bist du im Studio? Können wir dir anrufen? Mhm. Geil. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Nein, können wir gleich wieder abstellen. Ja, aber jetzt hat es nicht genommen. Oh.
Es ist jetzt einfach nicht so minime Änderungen, wie wir euch denkt. Version 14. Jetzt sind wir bei Version 28. Wir hätten auf halbem Weg sollen. Aber schon relativ Demo gewesen, ja. Pragmatisch wäre das zu fixen, aber wir müssen fixen jetzt. Weil eigentlich haben wir ja jetzt keine Zeit für irgendetwas, außer das hier. Ja, kommen wir Leute nicht mal und fragen, ich weiß auch nicht. Nein, interessante Änderungen, nicht wahr? Das ist alles diskutabel, das ist jetzt auch noch mal gelöst. Wollen wir jetzt mal Tacheles reden oder werden wir immer noch gefilmt? Wir werden immer gefilmt, aber wir reden auch Tacheles beim Filmen. Geiles Teil. Ich finde, die vier Songs, die wir haben, ausser Online-Song, sind eigentlich alles Hits. Ja. Und beim Online sagen wir es alle, es ist ein Hit, aber ich habe den Bezug zu diesem Lied verloren. Ja, das merkt man im Moment ein bisschen. Also überhaupt... okay. Du bist wirklich verrückt. Also, wir haben vorher noch ein alte Versionen gehört und wir haben das Gefühl, als Richtwert ist Version 14 eigentlich näher dort, wo es funktioniert. Wo ich das Gefühl habe, genau, es funktioniert oder man kann aufhören. Version 14, hä? Ja gut, dann müssen wir mal Version 14 lassen. Merci. Ciao, ciao. Okay, Outfit anlegen, einen reinschalten. Skur, skur, skur. Kann man machen so, oder? Es gibt nicht viel, was uns verbindet. Wir bleiben unverbindlich. Ich bin in love, doch nur online. Online, aber no time. Online, aber no time. Online, aber no time. Ich habe heute gerade unseren Song vom Tag, den gehört noch ein paar Mal. Jetzt zum ersten Mal gehört auf SRF 3 für die Schweiz Lo und Ludwig mit dem neuen Online. Wunderbare Nummer, so gut. Merci, viel mal. Der Hoke mit den Höglis. Was ist so eure Einstellung? Seht man, wenn ihr das letzte Mal online gewesen seid auf WhatsApp? Bei mir sieht man, ja. Weil bei mir sind sich glaub, die Leute einfach gewöhnt, dass ich nicht sofort zurückschreibe. Darum habe ich auch nicht so Stress. Ich habe es rausgenommen vor ein paar Jahren. Und ich finde es angenehm. Hey, genau vor einem Jahr auf Platz 1 gewesen, mit dem da. Zum ersten Mal sind wir wieder da mit einem neuen Song. Nach dem Überhit. Ich finde, er hat eine Parallele, und zwar in Sachen Geschichte. Ja, wir hatten im Fall wirklich einen Moment. Ein Moment, wo wir so wirklich, das Lied ist praktisch fertig gewesen, und dann plötzlich so, warte schnell, ist das viel zu nah? Und dann haben wir uns aber doch müssen sagen, die Anzahl von Songs, die am Handy drehen, steht immer noch in keinem Verhältnis mit der Anzahl, wie viel Mal wir das Handy am Tag in den Hängen haben. Es ist einfach Alltag und da gibt es halt verschiedene Storys. Es gibt nicht viel, was uns verbindet. Wir bleiben unverbindlich. Ich bin in love, doch nur online. Online, aber no time. Online, aber no time. Ja, unterdessen wahrscheinlich fast alles gehört über unsere Musik. So im Positiven wie im Negativen. Also es ist offensichtlich, dass man in unseren Liedern hört, was uns inspiriert. Ich bin eine Collage von allem, was ich gelernt und alles, was ich gehört habe. So. Und diese sind wiederum Collage von dem, was ich gehört habe. Das geht immer weiter. Also dort irgendwie zu behaupten, nein, ich habe jetzt eine Nische gefunden, das bin wirklich einfach ich, ist einfach lächerlich. Liebe für den Mainstream oder Liebe für Elemente, die jetzt sehr mainstreamig ist, beißt sich noch nicht mit Innovation. Ich finde, jeder Song muss irgendwo etwas Neues bringen, weil sonst ist es Reproduktion. Aber auf welcher Ebene es gerade passiert, ist immer dahingestellt. Hey, nein, aber Lori, du kannst nicht nichts essen. Ich bin wie eine Mutter. Hat er jetzt nichts gegessen? Einen Apfelschnitz habe ich genommen. Okay, ja, immerhin einen Apfelschnitz. Guten Morgen, Moritz. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich schicke dir liebe Grüße vom Bandprobenwochenende. Also. Ja, du weißt schon, wo wir sind. Ja, es wird immer besser. Aber ist ja beim Brutal etwas anderes? Brutal haben wir alles auf den gestellt. Wir spielen einen Quint höher. Refrain ist... Nur noch Atem, 10,5 Takt. Sag dir mal,
Und dann geht es weiter wieder in die nächste. Ich kann nicht Queen. Würdet ihr noch 7-9 einen Zug abspielen? Vielleicht nicht, nein. Also die Reihenfolge im schon nicht, oder? Nein. Olivenöhr, in die Pfanne drin. Nachher die Zwiebeln, so dass nicht nur noch Togen glasig sind. Nachher der Riesler, la la li, dann ein Glas wie es wie. Nachher der Safran, der Söpf vom Wald. Adini, Lira. Du traue ich sagen, wie du sollst schmeckst. Das wird nicht ein Lira. Agast du Rire, 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 wie du. Risotto. Die Band ist essentiell. Ich möchte nicht jede Saison eine Band zusammen casten, um dann die Tour zu spielen und dann nächstes Jahr ist es wieder komplett anders. So, ich merke, dass es mir extrem bereichend ist, dass ich die Leute mittlerweile seit 10 bis 15 Jahren kenne und dass das Freunde sind von mir. Aber ich habe eine Idee für den Schluss, sorry. Man könnte das, wir haben es jetzt noch nie gesungen, aber das «Lega, lega, lega, lega». Pika, pika, papa, und er ist fertig. Also da merkt man wirklich, es ist so ein Gefüge, wo alle ihren Platz haben. Und das ist etwas extrem Schönes. Ein Teil von warum wir funktionieren und die Leute schätzen, was wir machen und gerne an Konzerten sind, dass sie das spüren zwischen uns. So, das kann man nicht kaufen. Mit den besten Musikern vom Planeten kannst du zusammen casten, aber du kommst nicht den Zauber von «Ah, schau mal, Diego, untereinander so freuen dürfen sie auf dieser Piazza Grande spielen». So. Ohne Leute würde ich das nicht machen hier. Wenn ich das nicht teilen könnte, die schönen Sachen und die schwierigen Sachen aufteilen, ich würde das nicht machen. Ich könnte das nicht, wenn ich jetzt ein Einzelkünstler wäre, wie es viele gibt in der Schweiz. Das ist sehr anstrengend. Der Luc hat ein kreativeres, musikalisches Verständnis als ich. Und das merkt man auch zum Beispiel so in Bandraumsituationen. Da ist er sehr oft schon einen Schritt weiter. Oder hat eine Idee, wo, oder eigentlich, was die meisten Musikerinnen und Musiker betrifft. So, er kommt plötzlich und hat schon wieder zwei Schritte weiter gedacht und man könnte noch so und so und so. Jetzt verbinden wir das mit dem. Und ich glaube, dort habe ich recht häufig so Inputs für die ganze Band. Und der Lori, der selber ja nie Instrumente gespielt ist nachher weniger sättige Input zum geben, sondern nachher mehr nachher von außen wieder so, ja, nach einem Zeitchen, okay, komm, wir dir schnell überlegen, bringt es oder nicht, während wir ein bisschen das Unrealistische anreissen. Ich glaube, es ist das Problem, dass das ist einfach der Rhythmus, der ganze Lied. Da, im Refrain, da, die in meiner Strophe. Ich habe das Gefühl, so, genau der Synthi-Sound von Lukas schluckt aus. Also, weißt, es ist glaube ich, schwer zu beurteilen jetzt. Ich kann noch lange punktiert Zeug spielen. Ich höre es gar nicht. Das macht echt. Ah! Fuck. Hast du gestern lang? So verspannt. Nö. Ich bin zurück zu Pfeffer, aber so. Das ist einfach der Pfeffer. Das ist der falsche Ort. Nicht Cheese, oder? Das ist der Pfeffer. Herz. 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 Herz.
Lolo schon Wasser gesehen. Wo ist jetzt das Kühlerli? Warum ist es jetzt so noch? Du musst echt richtig hauen. Hey Alter, beruhig dein Leben. Ich habe es ganz normal. Schau schnell, wie es tut. Wir müssen das Licht gewischen. Besser müssen. Haben wir mal das Mikrofon. Hallo Leute, so geht das. Du bist mein Schillerli von Wasser. Und du sollst, ich glaube, jetzt langsam gesehen. Ohne mich, es klingt zwar, muss jetzt wirklich nimm sein. Du bist mein Schillerli von Wasser. Ohne mich, es klingt zwar, muss jetzt wirklich nimm sein. Alles gut. Willkommen. Lori Ingwer. Ja, gib ihm. Oh. Das ist jetzt so wie ein halbschlauer Du bist mein Abgrund und ich bist du mein Höchste. Ei, 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 jeden Tag Kuba Bamemega. Jeden Tag Kuba Bamemega. Und wenn der Pegel steigt, dann sie gibt's da, wo noch bleibt. Dann sie gibt's da, wo noch bleibt. Ei, 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 jeden Tag Kuba Bamemega. Jeden Tag Kuba Bamemega. Nach dem Schnaps, aber ich bin gerade zu schaffen, das ist Wasser in dem Glas. Sie fragen nach Privatem, nach langem Atem, nach all diesen Konzerten, es ist auch recht awesome. Hype als Wort, oder, ist ein Reizwort und auch eins für uns lang gewesen, weil wenn irgendwie Jungverdammt ist rausgekommen, ich habe dann gedacht, das ist der grösste Hit, den wir je werden machen. Rote Kleid auf immer und ewig und ich werde es nicht mehr los. So, dann hat das wörtlich Hype uns so aufgeregt, wenn das Journalisten gebraucht haben, weil es auch ein Affront war, à la, ja, jetzt blasen wir euch medial auf, ist gar nicht so in eurer Hand. Und wenn etwas so fest aufblasen wird, dann platzt der Ballon dann erzwungenermassen. Und bei uns war es wieder ein bisschen das Gleiche. Und erst dadurch, dass wir uns das Wort wie haben angeeignet und haben gesagt, okay, wir können ja auch nicht lügen, was gerade war und wir arbeiten jetzt mit dem und überlegen, was das heisst, haben wir so ein bisschen wie Frieden gefunden. Als Berner Band ist es, glaube ich, schon ein bisschen das Nonplusultra. Am Samstagabend, Primetime, 90 Minuten,
auf der Hauptbühne können spielen. Also weißt du, das geht einfach jetzt nicht mehr krass. Ja. Jetzt ist es wirklich so. Habt ihr gut geschlafen, Erno? Ja, im Fall schon. Ich habe voll gut geschlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Ja, ich war nicht. Jetzt einschlafen hat man nicht gemacht. Heute Abend ist alles. Vor diesem Song muss ich das, da muss ich noch darüber nachdenken. Das war nicht gut. So muss ich anders. Zum Beispiel heute habe ich zu Morgen gegessen. Alles voll Wespe. Ich muss ja die Feuerwehr kommen, weil ich ein Wespennest habe. Ich dachte, wenn ich jetzt auf ein Wespe beiße. Überleg. Ja, gut. Das drehst du entweder richtig oder du drehst es einfach nicht. Dann gehst du raus mit einem kleinen. Du musst. Aber. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das Gemüt habe für den. Aber ich muss mich einfach herpushen. Ja, Freunde, Nina und alle anderen legen uns auf die Bühne. Wenn man sagt, wir machen so ein auf Understatement. Aber gerade an solchen Orten wie hier wird es eklatant sichtbar. Weil dann kommen wir dann gleich einfach mit einem Bus, 15, und müssen 5 Minuten am Strassenrand so auf die Seite fahren, weil es kommen 4 Sattelschlepper runter vor einer Terrier Casper Show. Oder? Und da geht es gar nicht um Understatement, sondern einfach wirklich um Grössenverhältnis. Oder? Und da geht es nicht darum, ja, wir sind Schweizer und darum, weil Schweizer bescheiden sind, sondern wir sind Schweizer um, es ist einfach klein. Es ist eigentlich alles kleiner. So, und wenn da so Acts daherkommen, ja eh. Und das Jahr stehen wir auf einer Stufe, weil wir diesen Slot haben. Aber genau darum merken wir ja auch, dass es einfach nicht das Gleiche ist, was wir machen. Und das dürfen wir und wollen wir ja auch nicht. Nein, es wäre auch das letzte Publikum, das uns das abkauft. Ja, weil sie sehen uns darum am nächsten Tag im Tram. Oder vorhin mit den Taschen am Bahnhof. Genau. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir selber überhaupt abschätzen können, was wir hier machen. Und es ist mir wirklich eine riesige Freude, dass wir das erleben können. Nicht so heute oder das Jahr oder irgendetwas, sondern so. Das ist Lifetime-Shit hier. Du musst dich nur safe, wenn wir wissen, wenn wir uns umdrehen, haben wir euch im Rücken, Mann. Freunde und Chefin und Chefin. Wir kommen nur schnell vorbei. Yeah, yeah! Halt das echt und mach es nicht. Es geht auch wieder schnell vorbei, der Hype is real. Yeah, yeah! Ey. Wir kommen für die drei. Hey! Und wir schauen immer noch, wenn ich von dem Garten töre bin. Und du bist vielleicht vor, aber alles schmeckt nicht. Gut, wenn man sich selber immer wieder daran erinnert, dass das alles etwas unfassbar ist, was wir erlebt und können erleben mit Mundartmusik. Schaut, wollt ihr ein bisschen Freestyle hören? Jetzt brauche ich aber noch ein paar Wörter. 5000! Bierbuch Boys! Bierbuch Boys! Was? Feiern mit den Kleinen. Feiern mit den Kleinen. Gut. Ich merke, du meinst jetzt gar nicht den Kleinen. Und fragst du dich, ist der Loh eigentlich irgendjemand gewesen? Der wird ja immer dünner, immer mehr wie Luft, weil er ist etwa klein, ein Feinöckeli. Yeah. Aber easy. Ich merke, ich bring's on point, jetzt noch mehr Feinöckeli. Morgen ist schon Bierbauchboy. Aber easy, ja klar, machen das tagelang. Samstag, Abend, kurze Hauptbühne, kommen wir arbeiten dran. Das ist ja easy, schau, ich merk's, pass easy rein. Ich geh dann nachher hingern, noch grad Nacht hineinbiegen. Und bis dann eins in jeder Strophe und in jeder Ziele. Pogen mit den Grossen und feiern mit den Kleinen. Yeah. Alles klar, du weißt, wie das geht. Ich weiss noch heute nicht, wie das funktioniert. Also ich sehe ihn jedes Konzert das machen. Und dann könnte man denken, nach 10 Jahren hast du irgendwie so ein bisschen das Geheimrezept herausgefunden und sein Brain ist einfach dort anders. Ich weiss, dass ihr wirklich laut seid. Wenn der Beat reinkommt, gebt mir bitte Stimmvolumen. 5000, let's go now! Oh, yeah.
auch jedes Jahr so gespielt, als wäre es das letzte Jahr, wo wir so spielen können. Und ich habe wirklich auch manchmal das Gefühl. Weil es ist eine schnelllebige Zeit. Und das übertriebene Interesse hat genauso wenig mit uns zu tun, wie ein plötzlich wegfallendes Interesse, das auch nicht mit uns zu tun hat. Und darum ist man einfach sowieso nicht safe. Und darum spielt man am besten jedes Konzert so, als wäre es das letzte, das man spielen darf. Völlig ausgeliefert. Schlussendlich können wir alles geben, aber ob es anerkannt wird und als Stimmung wahrgenommen und weiterträgt, das sind echt Leute. Ja. Und die entscheiden jeden Abend neu. Ein halbes Spiel geht schnell vorbei. Gut, das vergisst ihr nie. Können wir uns in den Gurtenboden reinstampfen als Erinnerung? Das ist unser Walk of Fame. Alle zusammen, let's go! Du weißt, es geht! Hey! Geiles Sieg! Once in a lifetime, baby! Der Seilsetzerkampf ist nur der Bricker Michael und der Fuss Michel. Da. Sicher. Danke sehr. Und wenn sie nass kommen, ist. Wenn sie rausgehen, ist es schwierig. Sieger Punkt. Ein Verstecken. Legende. Sehr gerne. Ciao. Ich habe noch nicht so viel. Es ist wie, als würde es für Touristen machen. Oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, etwas verpasst jetzt gerade. Ja. Training Mike. Wenn ich nur wüsste, wo und was. Das könnte ja uns fast nicht fremder sein, für das andere sagen, ja, das ist jetzt eben heimelig. Also hier hinter dem Zaun vom Schwingfest haben wir ja gerade Schrebergärten. Es sind alle Flaggen, alle sind zusammen. Das ist eigentlich schon ein bisschen unser Land. Und da wird so einem so das Gefühl von Heimat suggeriert, mit ganz vielen so Stereotypen, die man von überall zusammengesammelt hat. Währenddem, dass man hier einfach so Einzelpersonen hat, die so finden,
Das ist mein Gärtchen. Das mache ich so, wie ich es möchte. Das ist mein Zuhause. Und mir ist eben daheim irgendwie lieber als Heimat. Weil daheim ist individuell. Und Heimat suggeriert, so ist es hier. Heimat ist eben ein schwieriger Begriff, der es ausgrenzt. Weil Heimat, was ich hier proklamiere, stimmt, ist einfach nicht die Realität von vielen Leuten in diesem Land. Wenn man schon immer damit konnotiert wird, die machen die Schweizer Musik. Das ist aber schon unser Anliegen, wie andere Schweizer auch zu zeigen. Sind das jetzt alle? Danke nochmal. Ah, da geht hinten sie ab. Das war nicht so gut. 3,26 Meter. Ja, schau mal mit. Ja, er ist mit, Mann. Ich kann ihn ja gar nicht lüpfen. Die Göller und der Trofer, die haben den offiziellen Song gemacht zu dem eidgenössischen Schwingfest. Der ist irgendwie Mann gegen Mann. Und da werden eigentlich genau die gleichen so stereotypen Bilder noch einmal reproduziert, die man hier auch viel sieht auf dem Gelände. Guten Morgen! Wir haben eine eigene Version gemacht von einem sehr, sehr bekannten Lied von Göllen, das auf und davon heisst. Es ist ein Song über Fernweh. Guten Morgen, Feister, da fällt der Nachbarstag. Das Einzige, was wir eigentlich gemacht haben, ist durch leichte textliche Veränderungen Perspektive auf das Gefühl zu verschieben. Man kann nur hoffen, in festigen Europa ist noch ein Dürrli. Also, dass es plötzlich nicht mehr ist, ja, wir haben einfach zu wenig Ferien und wir krampfen alle mega viel. Sondern, dass es plötzlich ist, da wo ich bin, kann ich fast nicht leben. Und darum möchte ich noch einmal anders her. Hat die Flügel zum Fliegen, flug ich mit den Flügeln fort von meinem Heim. In ein Land mit Nebel, mit Regen, in ein Land mit Sicherheit. Ich ging heute noch auf oder vor. Aleppo, Aleppo, Aleppo. Einfach auf oder vor. Aleppo, Aleppo, Aleppo. Gut. Warum wir genau heute diesen Song spielen, es gibt Parallelen zu krassischen Schicksalen, die einfach auch auf und davon müssen. Und wenn wir hier etwas beitragen können, ist vielleicht eine variierende Perspektive. Stell ich am Abend das Auto hin, dann liegt es am Morgen verkehrt. Schau mal die Gringen an. Könntest du meinen, sagen, jeder hat ein Gewehr. Nein, da siehst du nie ein Lachen und nie siehst du ein freundliches Gesicht. Eine Trauer hängt über der Stadt, wo ein fast das Herz zerbricht. Hey. Hat die Flügel zum Fliegen, flog ich mit der Flügel fort von meinem Heim. In ein Land mit Nebel, mit Regen, in ein Land mit Sicherheit. Ich ging heute noch auf und davon. Aleppo, Aleppo, Aleppo. Einfach auf und davon. Aleppo, Aleppo, Aleppo. Man soll nicht vergessen, was ist geschehen. Man soll nicht vergessen, was ist geschehen. Und Flügel tragen mich so weit, bis es keine Grenzen mehr gibt. Merci Zug, merci für die Lichtli, merci dürfen wir hier sein. Und apropos hier sein. Dass mein Lichtli an dem Ort ist aufgegangen, wo es aufgegangen ist, ist reiner Zufall.
Es hätte auch ganz niemand anders passieren können. Und darum sollten wir nie vergessen, kein Mensch ist illegal. Something more than I can touch. Something more than I can see. Something more than I can hear. That is what you are. Also bei all diesen Ritualen mit Licht etc. ist auch immer die Frage, wann geht es in Kitsch über. Ist dann noch die Frage, ob Kitsch immer schlecht ist. Für uns ist wie, das ist so wie eine Waage. Das kann man schon rauffahren, aber es muss einfach mehr unterlegt sein mit Substanz. Mhm. Und das Gemeinschaftsgefühl von, wir sind alle zusammen und ich bin auch ein Licht. Und dann so, ah ja, shit. Also darum, wir haben das Gefühl, dass das den Moment verstärkt oder unterstreicht. Ich fahre auf Madrid und das ist etwa alles, was klar ist. Also wir stehen vor einem kreativen Chaos. Also wir drehen ein Video, das ist eigentlich das Ziel. Das ist das Ziel. Genau. Aber was das für ein Video wird, wissen wir nicht. Wir haben verschiedene Ideen und wir fordern jetzt das Glück herausfordern. Mhm. Und zwar machen wir ein Video zu Papa Zinedine. Warum schreiben wir ein Lied über Zinedine Zidane? Er ist schon so eine Ikone, halt auch von unserer Kindheit, einer der begnadetsten Fußballer. WM-Final 98. Jetzt gehen wir mal dorthin und schauen, ob er irgendwo ist. Yes, es geht. Protz. Palazzo Protzo. Ich würde ganz gross sicher auch anschauen. Die blau sind. Ich finde auch das hier sieht schon fancy aus. Da. Das so. Ja, hier rechts. Ja, hier, da Ecke, wo noch Geld gefunden. Das Schöne ist, wenn man so ein Video dreht, das ist mir auch schon in Bern ein paar Mal passiert, dass man alles plötzlich ganz anders anschaut. Ich wäre jetzt hier einfach vorbeigelaufen, aber plötzlich siehst du so Geraden. Siehst plötzlich alles mega grafisch und siehst so schöne Fluchten. Und plötzlich merkst du eigentlich, jede hinterletzte Ecke ist eigentlich noch gut auf seine Art. Auch gut durch seine Hässlichkeit. Wo ist der da oben auf dem Dach? Das Ziel ist alles abchecken, weil sie sind noch nie in Madrid waren. Schauen wir zuerst mal an, so bisschen, okay, wie funktioniert die Stadt, wo kann man, all die Bars und alles, wo Möglichkeiten wären zum Drehen. Und dann anhand von dem die wir improvisieren. So ein Arschloch. Nein, ich bin einfach nicht sofort zufrieden. Ja, das ist gut. Also, ich sage so, wir sind zwei Stunden hier. Aber easy, wir haben ja, aber diese Idee ist einfach seit einer Minute. Und ihr seid einfach, stimmt, das finde ich zu naheliegend. Das ist echt die beste bis jetzt, finde ich wirklich. Absolut. Das hat man jetzt in vielen Werbungen gesehen und Videos. Das müsst ihr zugeben. Tschüss. Ja. Ein statisches Ding und das Leben zieht schnell vorbei. Das habe ich also wirklich. Das stimmt. Aber Normalgeschwindigkeit sieht man noch viel mehr in den Videos. Schwierig, weil ihr seid einfach verliebt in die Bilder. Und ich finde ihr recht. Unberührend. Ich finde es so wie. Das finde ich noch krass. Hä? Ja, ich weiß nicht, ich kann schwer nachvollziehen, wenn man es nicht kann. Es ist geil, wenn man mit Emotionen argumentiert. Ich kann gar nicht sagen. Ich kann einfach sagen, es berührt mich. Und dann seid ihr so. Wow! Ja, das tut genau. Dich doch berühren. Ja, sollte man ja wohl noch dürfen sagen. Wir treffen sechs Schauspieler, die er kennt. Weil wir plötzlich das Gefühl haben, es könnte dem Video gut tun, wenn man einfach ihm folgt. Du jetzt mit dem gelben Shirt durch ist. Schon ein bisschen geil. Ja, auf dem Mann. Das ist geil. Ja, nein, sag du zuerst. Du hast etwas beschäftigt. Wo soll der Ibrahim erwachen? Soll er im Grün erwachen?
Oder so bei den Orten, wo wir heute ein rumlaufen, in einem Städtebänkel. Vielleicht ist das eine Frage, die wir jetzt noch nicht beantworten müssen. Es ist ja erst in 12 Stunden. Ja, nein, ich meine, wenn wir den Ibi um 9 Uhr treffen, dann haben wir jetzt noch 3 Stunden Zeit. Die Sonne geht in 1,5 Stunden unter. Wir müssen vielleicht eher überlegen, was wir jetzt noch machen wollen. Also gut, anders anlegen. Ja, ich glaube, wir haben schon manchmal Momente, wo wir auch so denken, hey, nein, wir sind völlig unvorbereitet. Und was machen wir da überhaupt? So Schreckensmomente. Aber sehr schnell, was wir auch immer wieder nennen, wir suchen ja genau das. Den Moment von kreativem Chaos und ein bisschen Zeitdruck, wo wir wissen, dass dann noch einfach Sachen stehen, die du nicht auf dem Reissbrett kannst herskizzieren. So also ein Stäubchen, etwas Gutes sehen wir nachher nicht. Safe. Schau, hier hinten dran hat... du musst hier hinten dran stehen, dort, wo du die Sonne im Gesicht hast. Ein König hat Finden, ein König hat Angst, hat gegen sich selber verloren, als im letzten Match. Mit dem Kopf der Dwan, der will dir lieber ein Prinz sein, aus Prinzip nie Kind sein. Yeah, die sagen, es sei mir gleich, und auch wenn sie doch nicht, suche ich mit den Schultern oder ziehe in den Kopf ein. Es ist so wie es ist. Und ganz egal was, für meinen Namen nicht mehr machen, das ist immer noch seine Wege. Ja, wir haben Sidan nicht gefunden, aber nur dadurch, dass wir ihn nicht gefunden haben, haben wir auch seinen wirklich Sohn getroffen. Cassi. Also, viel mehr kann man es nicht haben. Wenn wir nichts anderes bringen. Pero se puede hacer, se puede hacer. Es ver un poco vosotros, la Hay que buscar quién es el mejor. Chao, chao. Adiós. Adiós. Schär ist der Papier. Schär ist der Papier. Schär ist der Papier. Bald. Diciendo que mañana va a salir el video. Bueno, pues mañana sale el videoclip de Papa Zinedine, así que a por ello. Yes, ya me alegro. Und für die, die es nicht verstanden haben, kein Problem. Swipet einfach rauf. Morgen gibt es das Video. Oh yeah, damit ihr noch etwas gesagt. Gut, jetzt mache ich noch kurz ein Foto. Entonces, cuando vinieron aquí, nos vimos y en 5 minutos vimos que podemos trabajar juntos. Y luego, pues, dedicar una canción con el nombre de Zidane, pues tiene ahí como cosas que unir, ¿no? Vamos a unir Francia, vamos a unir Argelia, vamos a unir España, vamos a unir Suiza, vamos a unir cantantes, bailarines, cámaras de televisión. O sea que es una cosa interesante, está bien. Es mezcla de cosas. Es que Madonna hat Rosalía ihre Geburt, weil sie einfach abgesagt hat. Hast du Insta-Gold schon? Ab morgen. Sag ich ab morgen. Okay. Es ist echt lustig. Gell? Es ist wie, ich sage das immer noch. Ich sage immer noch, ja, weißt, ich bin nicht so gerne das Zentrum der Aufmerksamkeit und so, das habe ich nicht so gerne. Wenn dann heute wieder 3 Kameras gleichzeitig auf mich zielen, komme ich mir schon vor wie ein mieser Lügner. Ach, ich weiß auch nicht genau, ob ich es zu Boden bekomme. Es ist aber wirklich noch schräg, weil irgendwie, weißt, habe ich ja gleich wie alle Menschen und vielleicht sogar mehr als andere Menschen gerne Aufmerksamkeit. Mir irritiert es nur aber ab mir selber, dass ich, wenn mir das dann bewusst wird, dass ich das dann gleich nicht gerne habe. Und ich glaube, es ist noch ein Unterschied, ob ich auf der Bühne bin, also quasi in meiner öffentlichen Rolle, oder in meiner Rolle als Privatperson. So, weil ich glaube, so in meiner öffentlichen Rolle ist es wie einfacher, weil ich dann weiss, ja, ich bin der Musik macht und ich singe Lieder und das macht man halt auf einer Bühne. Und ja, damit man Konzert spielen kann, macht man Interviews und man will ja, dass die Leute die Musik hören und so. Und dann kann ich mich, glaube ich, ändern mit dem arrangieren, dass so ist, so... Da bin ich. So. Gracias. Está muy bien. Sí, es demasiado lindo. Es que tiene, sí, innerhof. Aber hier geht's runter, wie weißt du was, Omi? Alter, Kollege! Aber schon geil. Und wie geht's hier runter? Ja, ja. Ja. Und das hier vorne? Oh mein Gott. Ja, das ist legendär, oder? Ja, ja. Nein, es ist Wahnsinn. Stell mir los, was ich muss. Und komm auch vor, ne? Sin calcetines? Sí. Ja, está, el hijo. Jetzt will ich noch mal darauf hinweisen, dass es da mega runtergeht. Okay, tenemos que esperar un poco por el sol. Un minuto nomás. Ja, eine halbe Stunde warten wir schon auf die Sonne, Mann. Die Sonne kommt!
Perfecto. Sigue, sigue. Bueno. Das gleiche nochmal. Schau jetzt schnell das Licht jetzt auf diesen Häusern. Schau jetzt zum. Bruder Ibrahim, wo wir einfach via Diego haben als Schauspieler bekommen, hat uns jetzt sehr, sehr viele Ecken gezeigt und jetzt nicht zuletzt auch seine unglaubliche Wohnung. Wir wollten heute gar nicht drehen, aber es ist gerade zu magisch. Es gibt eben fast keinen besseren Ort als so eine leere Dachterrasse und 360 Grad Himmel für sich zu befreien von Sachen, oder? Und der Sisu-Sohn muss sich in diesem Video befreien vor Last, vor Familie. Das kann man nicht besser als hier. Schau jetzt. Schon ein bisschen geil, oder? Mhm. Ja, ich flippe das mal rein. Du bist halt so fokussiert in meinem Leben generell, wie wenn ich irgendetwas an so einem Projekt mache. Dann ist wie gleich wo, wie, was, wer und wie lange. Es wird echt gemacht. Und das ist ure schön. Habe ich das? Und kann ich das so ausleben irgendwie mit so guten Leuten? Du kennst mich. Ich bin immer unzufrieden, bis es fertig ist. Jetzt mache ich schnell etwas zeigen. So ein bisschen. Nein, ist der auch sehr entspannt, glaube ich, unterwegs schlussendlich am heutigen Abend. Jedem seine Kernkompetenz. Ich rede sicher nicht drüber in Sachen Video. Ich weiß schon, der Tim ist der Boss. Aber so für das Gesamtprodukt ist schon gut, ist man immer wieder verrückt. Bis es gut ja, es ist. Braucht ja auch die Reibung, weil ich kann nur das sehen, was ich sehe. Und ein anderes Paar Augen sieht halt unter Umständen dann plötzlich noch andere Ecken, die ich vielleicht in meiner Bubble gar nicht mehr wahrnehme. Also darum ist, habe ich es gerne schon ab und zu ein kleiner anstrengender Typ. Ja, aber ich meine, es ist ein Glückstag, gell? Es ist ein Glückstag. Fürs Glück. Oh, Mann! Das ist das erste Mal, wo wir hören, wie das tönt. Und es ist gute 48 Stunden vor dem ersten Konzert. Das ist so ein Projekt, das einem sehr fest aus der Komfortzone rausholt. Und es ist so wie eine Salatsauce machen, oder? Es gibt mega feine Salatsauce, aber wenn du es nicht richtig machst, ist es einfach Öl und Essig, die nicht zusammen wollen. So, und jetzt heute muss man Salatsauce machen. Wir haben uns auf das Abenteuer also wirklich ganz offen eingelassen. Und natürlich hat man einen Komponist dazu nehmen, der Sebastian Schwab, der aus beiden Welten kommt. Und die lassen sich a priori nicht gut verbinden. Das musst du erschaffen. Dass die zwei Welten kompositorisch ineinander übergehen,
Das ist die Herausforderung von dem Stück. Genau, aber der Einsatz auf Beat ist immer zu spät. Noch einmal. Und er hat mehr, also viel mehr Dynamik. Die da, die da. Okay. Einmal langsam, nur weil es ist nicht verstanden. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Es ist schwer, die Arrangements, die wir spielen. Die Orchestrierung, die klassisch organisiert ist, macht es lohnlödig. Auch schwer, weil da gibt es nicht immer ein Eis, also der Beat auf Eis, sondern es ist in der Luft, also jetzt. Das ist wirklich Einstein. Zeit ist relativ. Und das macht es so wunderbar, dass auch der Beat eine gewisse Relativität plötzlich bekommt. Wir müssen nicht auf die Eis machen, mehr. Das macht die ganze Zeit der Straße. Du kannst die Eis spielen, wenn du es hast. Warte, mach ich mal nichts vorher. Okay. Oder du hast gemeint, das ist Eis, aber das ist gut. Ja, ich weiß nicht. Es hat verschiedene Eis. Es ist eine ganz andere Form von Geruf. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist noch schwierig, dass wir einander verstehen. Ja, bei uns muss einfach nicht viel verleiden. Rhythmisch. Entweder bist du tight oder du bist nicht tight. Jetzt haben wir den Krieg schon ein bisschen reduziert, aber es ist jetzt durch mich immer noch ein. Das ist massiv. Ja, das ist massiv. Das ist fast ein bisschen Knusch. Es ist schön, wenn ihr ins Dichte geht. Also, weißt du, das ist der Kick. Wir müssen einfach immer alle im Chaos raus, wo wir sind, weil sonst ist es nur noch im Schul. Ja, voll. Kommt schon gut. Kommt gut, ja. Wir haben auch hier wieder die Fallhöhe gesucht. So wie. Und es wird auch mega viele legitime Gründe geben, nach den drei Konzerten zu sagen, das ist ein Seich. Das hat überhaupt nicht. Wie es hoffentlich auch ein paar gibt, die sagen, mal, das hat mich berührt, etc. Aber so weit. Wenn wir das möchten umgehen möchten, dann dürfen wir ganz viele Projekte nicht machen. Dann hätten wir auch die Lesung sicher nicht so schreiben. Also ich suche im Fall die Angst nicht. Nein, ich weiss, du tust auch nur noch einschnaufen. Ja, die findet mich. Die findet mich. Und ich habe mir überlegt, dass das das Unterbewusstsein ist, das dann straight suizidal wird. Weil es so fängt, jetzt behalten wir all den Stickstoff schön im Körper, dann schlafst du langsam ein, dann ist das dann nervig. So, ich habe das Gefühl, das ist ein Heimli-Face. Wenn man das Scheitern nicht geht, suchen kann, dann machst du einfach das, was du schon kannst. Wir können nur längerfristig Musik machen, wenn wir uns immer wieder fordern. Hey, ciao. Sorry. Alles gut? Hast du jetzt noch Schuhe geholt? Ja. Schwarze? Schwarze und weiße. Hey. Hoi. Hut, Hut, Hut. So gäbig ist unser Weg zum Konzertort selten. Stimmt. Das ist nicht unbedingt unser Zuhause, aber nahe ist es. Was hast du noch gemacht? Aber gar nicht so viel, hä? Schlafen. Wirklich? Ja. Ich habe mich aber nicht getraut. Ja, ich habe noch ein bisschen geübt. Das Velo-Licht lassen brennen, aber gut anfangen, gut anfangen. Einer von den Grüßen mit dran. Lächeln aus, ja. Ja? Wenn du uns auf die Bühne gehst, sagst du nicht die zwei, sagst du einfach Loh und Ludwig, ja. Band Loh und Ludwig, Ding und so. Loh und Ludwig. Loh und Ludwig sind alle ja. Zusammen. Wir kommen nur mal schnell vorbei. Yeah, yeah! Aber du sagst, du machst es nicht. Es geht doch wieder schnell vorbei, der Hype ist real. Yeah, yeah! Hey. Wir kommen für die Train, Train, Train!
Wo bist du? Ich bin im Internet. Es verbindet, es überwacht und es formt mich. Ich kann zwar schon draus raus, aber es ist nie ganz weg. Sini mini Satz, sini mini Wort. Sini mini Hände, es ist nicht mein Kopf. Es ist nicht mein Bild und nicht meine Geschichte. Aber was es ist, sage ich dir nicht. Ich habe dir meine Hand gegeben, seitdem sind meine 10 Fingerprints bei dir gespeichert, seit ich dich hab angeschaut, hast du jetzt so mein Iris gern. Auch wenn ich nicht mehr lebe, weiterhin alles, was ich vergessen habe, weißt du noch alles, was ich verloren habe, hast du noch. Und wenn es mir mal nicht mehr gibt, gibt es dich immer noch. Und wenn es dich gäng noch gibt, gibt es mir immer noch. OMG heisst, oh mein Google, ey. AGB heisst, ADE, weil logisch hilfst du mir mehr suchen, weil alles, was du von mir hörst, gehörst dir. Also. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich weiss etwas, was du nicht weißt. Woher kommst du? Ich komme aus dem Bauch von meiner Mutter. Woher gehst du? Immer Richtung Hoffnung. Und wenn wir vom Markt reden, sie meinen wir wieder ein Gott. Es ist wie früher, habe ich genug Geld, macht der Gott drum, was ich will. Darum zahlen wir jeden Preis, weil wir meinen, dass es sich lohnt. So wie die Bibel zu einem Büro, das Paradies zu einer Pension. Und was nach kommt, steht nicht in Büchern. In der letzten Zeit ist der Tod so oft an mir vorbeigelaufen. Sind mittlerweile Grüße so. Sally, wie geht's dir, Sam? Willst du dich setzen? Aha, du musst gleich wieder weiter, nein. Sicher, man sieht sich, ja, ja. Seit ich dich gesehen habe, ich wusste, ich vergiss dich nicht mehr. Ich hoffe nur, wenn du dazu mir kommst, begrüße ich dich als Freund. Ich weiss, du kommst nicht zum Verhandeln, du machst das Leben eigentlich reicher. Nur haben wir das nicht verstanden. Doch wenn es morgen schon so weit ist und der faire Mann mir ruft, sag ich, ich wäre gerne noch ein bisschen geblieben. Aber ich weiss, du hast viel zu tun. Darum steige ich in das Boot und hocke dankbar ab im Dunkeln neben einem 8-jährigen Bub, der ist im Mittelmeer ertrunken. Mit dir. Du hast Atemprobleme gehabt, am Abend. Ja. Aber du hast Eis durchgeschlängelt, die Emotion ist drin. Ja. Der Stress war am Ding. Und der Pain auch. Ja. Du hast gekämpft und nachher am Schluss einfach. Wenn es 2-3 Jahre früher nimmt, ist das verständlich. Das stimmt. das war schon gleich schön. Ja. Bye bye, mehr Rum als am Mai Tai. Überall Kolibri. Oh.